Hallo und zurück. Willkommen. Wie kann ich den Satz jetzt beenden? Meine lieben Zuschauer. Oh, das sieht ja schön. Das ist ja eine coole Brücke, oder? Schau mal, das ist die bis jetzt coolste Brücke überhaupt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Müssen wir überhaupt hier hin? Wahrscheinlich müssen wir gar nicht hier hin. Wow, das Schloss hatte ein Grabenmonster? Hast du es gezähmt? Ihm Tricks beigebracht? Was hat es am liebsten gefressen? War es ein Süß- oder Salzwassermonster? Nein, Gwendolyn. Dieser Teil der Geschichte ist nur eine Andeutung. Das heißt, ich muss noch warten, oder? Ich fürchte, ja. Ah, okay. Ja, super. Die Andeutung ist ja total gelungen. Ich hab nicht... Also hier geht nichts. Hier geht tatsächlich nichts. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was müssen wir denn überhaupt jetzt machen? Wie geht's denn eigentlich weiter? Irgendwie den Überblick verloren. Ach, ihr seid gar nicht mehr da? Gibt's da vielleicht irgendwas für mich? Zumindest mal schauen. Ne? Haben die ihren Streik abgebrochen? Habe ich da irgendwas verpasst? Irgendwie das Gefühl, ich habe was verpasst. Vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Was haben wir denn jetzt neu? Wo müssen wir hin? Wo ist die nächste Turnier? Warte mal, wir haben Socken. Aber wir brauchen noch einen Frosch, ne? Wir brauchen den Frosch. Ich weiß zwar nicht für was, aber wir brauchen den Frosch. Wir haben noch alles mit dem Frosch gemacht. Frosch. Wir haben noch alles mit dem Frosch gemacht, ne? Wir haben ihm die Socken zu riechen gegeben. Nee. Nö. Nee, könnt ihr vergessen, ja. Aus die Maus, abgehakt, schnurz die Bubs, weg. Dreck. Gut. Na dann, zurück. Ach, hier ist schon. Das ist schön. Dann brauchen wir ihn nicht zu holen, ne? Ich glaube, wir brauchen den Frosch, sag ich euch. Aber wir fragen mal hier. Fragen? Wo findet das finale Duell statt? Das finale Scharfsinnsduell findet in der Arena statt. Ich glaube, Manni wartet dort schon auf dich. In der Wiedersehen. Tschüsschen. Wo ist die Arena? Nur noch das Scharfsinnsduell. Oha. What? Porträt von Whisper? Wieso zur Hölle bräuchte ich ein Porträt von Whisper?
Wie war König Edward? Ein großzügiger Mann. Wäre er nicht gewesen, würden wir hier nicht sitzen. Er vertraute mir seine letzte Bitte an, da er wusste, dass mich kein Abenteuer abschrecken konnte. Komisch, dass du mal nicht König warst. Das haben wir schon. Tut mir leid. Es war zu verlockend. Es war einfach zu verlockend, hier nochmal nach dem Rechten zu sehen. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen das Gefühl, wir bräuchten den Frosch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den... Westen, Turnierplatz, Norden, Marktplatz, Süden, in der Entwicklung, erscheint im nächsten Frühjahr. Merkwürdig. Was? Merkwürdig. Was? Ich mach jetzt alles drauf, hauen ist mir egal. Das heißt ja merkwürdig. Kannst du nicht einfach merkwürdig singen und dann mich... Wisst ihr, was merkwürdig ist? Dass ich nicht weiß, wie der Frosch zu fangen ist. Vielleicht vor allen Dingen noch nicht mal... Am Anfang, ne? Könnt ihr euch noch am Anfang entsinnen? Wie gut ich da alles... Bin ich... Kann es sein? Kann es sein, dass mein Scharfsinn, mein über alles gefürchteter Scharfsinn mich verlassen hat? Moment, krieg ich vielleicht so ein Croissant? Ich will nicht selbst K.O. gehen. Ach komm. Ach so, ja, stimmt. Können wir das irgendwie vielleicht... Kein Essen verschwenden. Da, in die Socke. Wenn du Kunst so leichtfertig wegwirfst, habe ich das Rätsel meiner verschwundenen Eisstielmännchen wohl gelöst. Haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal alles gesehen? Ey, was soll ich noch machen hier? Quatsch. Krieg ich mal hier noch irgendwas? Nö, ne? Ja, denn? Wo war eigentlich die Arena? Könnt ihr mir das sagen, wo die Arena war? War die... Was, hier ist nur... Da, hier ist nur das. Das ist jetzt das erste Mal, dass mir da hinten auffällt, dass es Berge gibt. Das sieht man mal, wie fokussiert man ist, ne? Und sieht die Schönheit. Oh Gott. Hör mal, willst du ein Bild von Whisper? Hier, bitteschön, Bild von Whisper. Ein Autogramm? Ach, ein Autogramm. Du bist noch Whispers Fan? Ach so. Ich soll für immer dein Nachtschränkchen zieren. Ach. Tja, seine Fans enttäuscht man nicht. Hier, bitte. Für meinen Fan, Graham. Graham. Ja? Such stets das Abenteuer. Wow. Dein Whisper. Das ist super. Danke, das habe ich gebraucht. Sehr schön. Kannst du uns jetzt... Ja? Helfen, diesen einzelnen Frosch hier? Hey, Whisper, könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper schafft das! Diese Drachenhüpfer haben gegen Whisper keine Chance! Alles für einen Fan, Freund! Ich hab gedacht, ich muss mir irgendeine Sockenfalle bauen oder einen tragbaren Laser. Irgendwas! Aber nicht, dass Whisper den einfach jetzt nimmt. Okay. Ist in Ordnung. Was denn? Der kommt jetzt in die Suppe. Was sagen denn jetzt die Tierschützer dazu? Nur so als Gag. Was sagt denn jetzt der Verein der Tierschützer dazu? Ist jemand von euch da draußen im Verein? Könnte das hier ein Problem werden? Bin mir nicht sicher.
Ja, wir hätten die Wolfswache werden können. Ne? Wir hätten uns bei... Ihr seht zum Knuddeln aus. Der macht sich dann... Was war wohl... Wieso eigentlich? Ich hab das Verhältnis zwischen... Ich brauche eine größere Backform. Mein Festtagskuchen ist zu klein. Amaya, könnt ihr eine schmieden? Der macht doch die an, oder? War denn nicht irgendwas von Heirat? Wenti, ich lechze nach einer Pastete, aber nicht knuddeln. What? Aber ich denke, wolltet ihr nicht heiraten? Oder ich hab das hier, das habe ich zwar gelesen und gehört und... Wenn ihr fertig seid, bringe ich euch einen leckeren Strudel. Ich könnte euch auch einen Strudel geben. Davon ab, haben wir ihr schon mal einen Strudel gegeben? Moment. Das riecht lecker. Wie sollen wir es aufteilen? Ich hätte da ein Schwert zur Hand. Ich gebe dir einen Strudel. Habe ich dir schon mal einen Strudel gegeben? Ich glaube schon. Ich bevorzuge Fleisch und Kartoffeln. Ach so, ja. Das kommt mir bekannt vor. Okay, gut. Das riecht lecker. Ist in Ordnung. So, Freunde der Nacht. Ihr habt ja euren blöden Frosch. Macht mit, was ihr wollt. Ja. Gib schon her, Junge. Ach, der grüne Neune. Irgendwas fehlt noch. Na gut. Versprochen ist versprochen. Hier ist eine Kostprobe. Brauchst du irgendwas in einer anderen Farbe, um aus der Masse hervorzustechen? Nutze es weise, Schatz. Da drin ist nur eine Dosis. Ach, der Frosch wird gar nicht in die Suppe reingeworfen. Na dann. Alle Tierschützer, die jetzt schon... Er erinnert mich an unseren Sohn. ...den Briefbogen gezückt haben. Zu dieser Jahreszeit. Er wollte auch immer Ritter werden. Wenn wir ihn nur öfter sehen würden. Schreiben? Was sind das für kleine Kerle? Vogelbomben. Unsere eigene Erfindung. Ein bisschen wie Rauchbomben, aber sie enthalten Gas, das ihre Opfer wie Hühnchen gackern lässt. Temporär, versteht sich. Die da sind allerdings abgelaufen. Sie sind also nur noch Deko. Sicher? Seid ihr sicher? Ich nehme alles, was mir hilft. Erinnert mich an unseren Sohn. Auch abgelaufener? Fehlt mir oft zu dieser Jahreszeit. Können wir da irgendwas tauschen? Er wollte auch immer Ritter werden. Wenn wir ihn nur öfter sehen würden. Nope. Schreiben könnte er auch mal wieder. Er hat uns immer viel geholfen, besonders mit den Tränken. Er kommt schon zurück. Er erlebt seine eigenen Abenteuer. Tja, so ist es mit der Jugend von heute, ne? Und jetzt in Zeiten dieses vermaledeiten Virus sind die Älteren noch... Jetzt haben sogar die Jüngeren noch eine Ausrede, um nicht hinzugehen. Es ist traurig genug. Wo ist die Arena? Verdammt noch eins. Wo ist die Arena? Wo könnte die Arena sein? Ich habe nicht die geringste Idee. Arena. Was hat auf dem Schild gestanden? Turnierplatz, oder? Meister, wo ist denn die Arena? Ich weiß es nicht. Weißt du, wo die Arena ist? Sprich. Wo findet das finale Duell statt? Das finale Scharfsinnsduell findet in der Arena statt. Ich glaube, Manni wartet dort schon auf dich. Ja, aber du zeigst... Wiedersehen. Du zeigst Bis den, dann. Du zeigst den Himmel das kann jetzt sein, dass die da oben ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Echt jetzt. Hier oben ist die Floating Island. Das ist ja nicht mal im entferntesten Arena. Oder? Oh man. Tja, tut mir leid. Der Rest der Folge wird dazu verwandt, die Arena zu suchen. Und das, sag ich euch, kann dauern. Das kann da. Gehen wir hinten raus? War hinten die Arena? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß wirklich nicht, wo ist denn jetzt los hier? Alle hergehört. Das Hintertor muss geschlossen bleiben. So amüsant es ist, Wetzel zu jagen, so würde ich doch ein paar Touristen in der Stadt vorziehen. Also, das heißt, da hinten ist im Grunde auch keine Arena, ne? Hier ist alles voller Leben, wie in der guten alten Zeit. Ja, jetzt mach ich's immer zu, ne? Dass es nicht mehr drauf ankommt. Naja. Arena. Arena. Hier ist keine Arena. Hier war doch keine Arena. Wo zum Henker? Quatsch mit Soße, oder? Bin völlig falsch. Ach du grüne Neune. Bin ich falsch? Also falscher. Geht's denn wirklich nicht? Ne? Nee, das ist. Ich glaube. Vielleicht ist es ja doch bei diesem Floating Island. Oben. Oder. Verrückt. Ich sage euch, hier ist nichts. Achso, jetzt müssen wir wieder hier rauf quetscheln. Oh, es ging diesmal recht flott. Ich glaube, also, um ehrlich zu sein. Komm, wir gehen nochmal rauf. Zum Geht's auch etwas leiser? Ich kann kaum mein eigenes Hämmern hören. Was? Wie meinst du das? Leise. Warte, wir schauen nochmal hier drauf. Was hat er gesagt? Im Norden? Westen, Turnierplatz. Norden, Marktplatz. Süden, in der Entwicklung. Erscheint im nächsten Frühjahr. Halt, Westen. Was Westen, Turnierplatz? Wieso Westen, Turnierplatz? Da waren wir doch schon. Bist du dir sicher? Oder, na gut. Westen ist dann praktisch so, ne? Wir müssen ja andersrum schauen. Was ist nochmal hier unten? Nochmal das Gag. Waren hier die Frösche? Nee, ne? Oh Gott. Was ist denn hier? Die Rache der Eichhörnchen. Diese Eichhörnchen verdienten definitiv was auf die Nuss. Vielleicht auf die Walnuss. Wollt ihr einen Walnusskuchen? Nein! Achso, ja. Wollt ihr einen Walnusskuchen? Ich hätte nur einen Walnusskuchen. Ich hoffe, das schmeckt dir, Prinzessin Madeline von Avalon. Ach, das ist die Madeline. Die Spannung zwischen der Brückentrollgilde und der Königlichen Garde war noch nie so hoch. Ja. Wir müssen eine Einigung erreichen. Ihr Brücken müsst euch wieder bücken und uns eure Forderungen nennen. Wir wollen, dass ihr mit Bedacht über unsere Rücken geht. Zollt den Riesen Respekt, die euch auf ihren Schultern tragen. Tja, und wir wollen, dass ihr Ruhe gebt und wieder an die Arbeit geht. Wir haben genug davon, dass auf uns rumgetrampelt wird. Ihr seht die Sache nur aus eurer Perspektive. Arbeiten wir zusammen. Die Sache ist, dass wir keine Brücken haben. Ihr seid Brücken und nicht bei der Arbeit. Herrje, wir machen unsere Arbeit seit Generationen. Ihr habt uns abgenutzt und wir verlangen eine sanftere Behandlung. In eurem Vertrag mit Daventry steht klar und deutlich, dass ihr an bestimmten Orten Brückendienste leisten müsst. Und es steht dort ebenso, dass ihr nett zu den Brücken sein sollt. Wir haben Gefühle und spüren jeden eurer Schritte auf unseren Rücken. Trotz allem, ihr müsst die Arbeit wieder aufnehmen. Und ihr müsst endlich aufhören, eure Stiefel zu spitzen. Was heißt hier trotz allem? Es ist keine Zeit für weitere Meinungen. Diese Brücken müssen den Dienst wieder aufnehmen. Nee, jetzt habt euch doch nicht so. Wir wollen doch nur, dass ihr leichtfüßiger über uns rübergeht. Ich bin auch ein Brückentroll. Tut mir leid, Graham, aber wir brauchen keine Meinungen, sondern Lösungen.
Dann ändert euren Marsch doch vielleicht What? Von pompösem Umherstolzieren in anmutiges Schweben auf sanften Sa- Dadurch werden die Stiefel nicht weniger spitz. Keine Chance. Es hat Monate gedauert, den jetzigen Marsch einzuüben. Ihr geht ständig über uns hinweg, aber diesmal vielleicht, beugen wir warte, uns ich gebe euch ein paar Kuschel. Willen. Ich gebe euch kuschelige Socken. Für mich? Oh, es fühlt sich an, als würde ich auf Wolken wandeln. Und diese Handarbeit. Kannst du ein paar für jeden königlichen Gardisten bestellen? Sieht weich und flauschig aus, ja. Aber das steht doch nicht im Mandat. Ist doch wurscht. Ich könnte ein Addendum aufsetzen. Wir könnten wie gewohnt mit gespitzten Stiefeln marschieren, doch die Socken würden euch schützen. Das wäre ja ganz hervorragend. Ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Genau das solltet ihr tun. Danke, Graham. Das wird dir die Gilde nie vergessen. Bis zum nächsten Treffen. Die neuen Socken besänftigten die Gardisten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Da bin ich aber froh. Auch die Trolle waren ganz von den Socken. Super Wortspiel. Super Wortspiel. Yeah. Gut. Na ja, gut. Da gehen wir aber heute nicht mehr rein. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr glatt vergessen. Money Turnier nächstes Mal. Ciao, ciao.